Ich habe 39 Jahre gebraucht, um herauszufinden, wie man Kochlöffel richtig reinigt. Also früher habe ich sie einfach unter Wasser angehalten und dann mit einem Schwamm sauber gemacht, ne? Aber das reicht nicht. Holzlöffel sind ja hitzebeständig und schon beschichtete Pfannen und Töpfe. Doch durch ihre raue Oberfläche sind sie auch anfällig für Keime und Bakterien. Doch da hilft ein einfaches Hausmittel. Und dafür brauchen wir einmal heißes Wasser und eine Packung Backpulver. Und unsere Kochlöffel kommen jetzt da rein. Da das Natron im Backpulver basisch ist, löst es die Fettsäuren ganz einfach auf. Zum Schluss müsst ihr sie nur noch mit Wasser abspülen und schon sind sie wieder sauber und keimfrei. Wie alt warst du, als du das herausgefunden hast?